Schon seit Jahren wird vor dem Abschmelzen der Pole gewarnt. Aber was passiert eigentlich, wenn kein Eis mehr auf unserem Planeten vorhanden ist? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge. Sollten wir den Ausstoß an Treibhausgasen nicht bald um ein Vielfaches reduzieren, dann könnte der Nordpol schon 2040 eisfrei sein. Das prognostizierten Wissenschaftler. Wenn das Eis also dann einmal fort wäre, hätten Eisbäre und Co. riesige Probleme. Denn der Eisbär beispielsweise jagt auf dem Packeis und wenn dieses nun verschwindet, müsste der Eisbär sich eine andere Fangstrategie überlegen. Bereits schon heute verenden diese schönen Tiere qualvoll, weil sie nicht mehr jagen können. Generell würde durch das Abschmelzen des Eises die gesamte Nahrungskette gestört werden. Ein weiteres Problem ist die Wirtschaft, denn durch das verschwundene Eis werden Schiffe in Gebiete des Meeres vordringen, die früher mit Eis bedeckt wurden. Rohstoffe wie Öl und Gas würden zudem in diesen Gebieten abgebaut werden. Dies wiederum würde zu einer weiteren Störung im Ökosystem führen. Ein weiteres bekanntes Problem ist der Anstieg des Meeresspiegels. Erst im Februar stellte man fest, dass dieser schneller ansteigt als bisher gedacht. Laut einer Studie enthält die Arktis so viel gefrorenes Wasser, um den Meeresspiegel um 58 Meter steigen zu lassen. Ein riesiges Problem für Küstengebiete, aber auch andere Städte könnten betroffen sein. Hongkong oder Berlin könnten zum Beispiel schon bald zu Atlantis werden. Dadurch würde es weitere Klimaflüchtlinge geben. All das ist ein Indiz dafür, dass wir den Klimawandel eindämmen und stoppen sollten. Damit ist das Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Green World Facts TV.